Schwerer Unfall aufgrund von spiegelglatter Straße. Donnerstagabend kam es zwischen Schweinsberg und Niederklein zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 4 Menschen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 19-jährige Frau aus Homburg mit ihrer Beifahrerin in Richtung Schweinsberg unterwegs. Auf der extrem glatten Fahrbahn geriet ihr Auto plötzlich ins Schleudern. Der VW Charan prallte frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot Cabrio zusammen. Das Cabrio wurde durch die Wucht des Aufpralls eine Böschung hinab in den Straßengraben geschleudert. Im Auto saßen 2 Stadtallendorfer, der 51-jährige Fahrer und ein 49-jähriger Beifahrer. Die Feuerwehr befreite die Insassen mit hydraulischem Rettungsgerät. Wir haben zuerst den Rettungsdienst unterstützt, das Fahrzeug gesichert im Straßengraben und anschließend nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst das Dach abgenommen, um eine schonende Rettung der Patienten durchzuführen. Alle 4 Insassen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Zustand des Cabrio-Fahrers war laut Polizei am Abend kritisch. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Gießen geflogen. Die Polizei stellte die Unfallautos sicher und zog einen Sachverständigen hinzu. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Stadtallendorf Mitte, Niederklein und Schweinsberg, 4 Rettungswagen, 2 Notarztwagen und der Rettungshubschrauber aus Gießen.